Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Hees 82 mit einer neuen Ausgabe von 4Hees schaut an. Ja, in der letzten Ausgabe, da ging es ja um einen Film, den ich vor 7 Jahren das letzte Mal gesehen habe und habe ihm eine weitere Chance verliehen, nämlich The Howling, das Tier aus dem Jahre 1981. Und ob es gelungen ist oder auch nicht, das erfahrt ihr eben in diesem Video zu The Howling. Und ja, heute gibt es was ganz Besonderes für euch, denn ich durfte und ich darf jetzt mit euch zusammen vorab einen Film angucken, der demnächst auch in Deutschland erscheinen wird. Erstmal vielen herzlichen Dank an Pandastorm für den Streaming-Link, damit ich auch diesen Film auch angucken kann. Und hier vielen herzlichsten Dank dafür, an euer Vertrauen auch an mich. Und jetzt gibt es eben, wie gesagt, die Review zu diesem Film. Der Film nennt sich Terrified. Nicht zu verwechseln mit Terrifier. Ja, ist klar. Ein argentinischer Horrorfilm aus dem Jahre, halt euch fest, 2017. Ja, wir mussten 6 Jahre lang darauf warten, dass dieser Film endlich in Deutschland erscheinen wird. Dank Pandastorm ist das jetzt auch soweit, denn am 1.10. gibt es diesen Film auch digital zu kaufen und natürlich auch für alle physischen Mediensammler, wie ich es bin, gibt es auch am 20.10. auch ein schickes Mediabook mit Blu-ray-Disc und auch mit DVD. Und dann könnt ihr schon mal selbst entscheiden, was ihr machen wollt. Streaming oder eben ein Mediabook. Und ja, auf den Film bin ich schon sehr, sehr gespannt. Kritiken heißt ja schon, der furchteinflößendste Film aller Zeiten. Und mal gucken, ob dieser Film wirklich so furchteinflößend ist, wie sie alle sagen. Und das werden wir jetzt auch hier an meinem eigenen Leib hier mal erfahren. Problem natürlich ist, die Ausgangssituation, die wir jetzt hier haben, ist natürlich nicht ganz so gut für uns oder für mich. Denn natürlich mit Licht, damit ihr mich seht, kommt da wirklich wahrscheinlich sehr wenig Gruselfaktor auf. Aber wenn es nicht mal komplett stockfinster ist und dunkel ist, dann wirkt der Film bestimmt ganz anders. Ne? Und ja, wir werden jetzt hier das 4Hees schon an wieder ein bisschen anders da gestalten. Denn wir machen jetzt erstmal zuerst die Wissenswerte über den Film und nach dem Film gibt es auch dann gleich meine persönliche Meinung. Der Film ist, wie gesagt, aus dem Jahr 2017, ist ab 16 Jahren freigegeben, so steht es zumindest auf dem Mediabook drauf. Und produziert wurde dieser ganze Film auch in Argentinien, geht 87 Minuten, also ein recht kurzer Film. Aber auch kurz kann immer wieder gut sein. Ja, kommen wir mal zu dem Regisseur. Alle eher Unbekannte, auch die Schauspieler auch eher unbekannt. Ich will es mal ganz kurz nennen, es sind argentinische und spanische Namen. Ob ich jetzt alle richtig ausspreche, ja, das steht natürlich in den Sternen. Und zwar Regie führte hier Damien Ruguna und in Hauptrolle haben wir hier Maximiliano Gione, ist Commissioner Funch, dann Norberto Gonzalo ist Jano und Elvira Onetto ist Dr. Mora Albrecht und George L. Lewis ist Rosentock. Den halt Angabe machen wir erst nach dem Film. Ich will jetzt nicht vorher spoilern, auch mich nicht spoilern, aber ein bisschen Wissenswertes gibt es ebenfalls. Ja, Terrified wurde erstmals bei dem Morbido Fest 2017 in Mexiko gezeigt und die internationale Premiere war am 33. Internationalen Filmfest in Mar del Plata und der Film wurde am 3. Mai 2018 auch in Argentinien auch aufgeführt, im Kino und in den USA. Kanada und Großbritannien wurde der Streamingdienst eben Schutter herausgebracht, eben nur digital. Und im Dezember 2018 dann berichtet es auch Guillermo del Toro beabsichtigt davon auch ein Remake zu machen. Ob das jetzt im Vorlauf ist, habe ich nicht mehr geguckt. Und ja, nach 6 Jahren, wie gesagt, bringt eben Pandastorm auch diese Filme noch in Deutschland heraus. Und wie gesagt, am 1.10. dann als digitale Form und dann am 20.10. dann 2023 in Deutsch nochmal in limitierter Fassung mit Mediabook, Blu-ray Disc und DVD. Ja, so wie schon mal zu diesem Film. Wissen Sie, mehr gibt es da nicht zu erfahren. Und ich will jetzt mal sagen, wir starten direkt durch mit dem Film. Zu essen gibt es diesmal nicht. Nein, dafür gibt es wie immer ein bisschen H2D2, diesmal im Glas. Ich wollte auch keinen Tisch hier, einfach so kein Tischchen hier, weil es geht auch jetzt recht zügig vorbei. Und ich bin wirklich jetzt gespannt, ob diese Film wirklich so extrem gut ist.
Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, Entschuldigung, wie mir jetzt dieser Film gefallen wird. Jetzt würde ich mal sagen, wir starten direkt durch und drücken auf Play und dann sehen wir uns dann gleich wieder nach dem Film. Und dann gibt es noch meine persönliche Meinung zu diesem Film. Also, Film ab. Ja, liebe Filmfreunde, der Film Terrified ist zu Ende. Puh, das waren jetzt wirklich 85 Minuten ohne Abspann, die doch wirklich sehr nervenaufreibend waren. Ich muss es mal ganz kurz ersetzen lassen und dann gehe ich mal ganz kurz die Kamera in die Mitte rutschen und dann hören wir uns gleich wieder. Leck mich Marsch, bin ich mehrfach erschrocken. Ja, liebe Filmfreunde, der Film Terrified, der furchteinflößendste Film der Neuzeit, ist nun vorbei. Und was soll ich sagen? Ja, der Film macht auf jeden Fall seinen Namen alle Ehre. Denn ich habe wirklich mich mehrfach erschreckt, was ich niemals erwartet hätte. Eigentlich habe ich schon ganz gut in der Kontrolle, gebe ich zu, aber zur Zeit bin ich doch ein bisschen schreckhaft. Ich weiß nicht warum. Auch schon bei anderen Filmen bin ich schon mehrfach erschrocken. Aber bei diesem Film, muss ich echt sagen, hatte ich wirklich sehr oft, eigentlich den kompletten Film über, wirklich so ein ganz mulmiges Gefühl. Ich gebe auch zu, ich bin da auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, empfänglich dafür mit den übernatürlichen Kräften, die uns um uns herum herrschen. Und da bin ich schon sehr empfänglich dafür. Ich glaube auch, ich bin jetzt kein großer Freund, ich bin jetzt nicht kein gläubiger Mensch, gebe ich zu, aber ich glaube trotzdem an das Übernatürliche, an Gut und Böse und ich auch an Himmel und Hölle. Und dass es irgendwie eine Zwischenwelt gibt, glaube ich auch irgendwie daran. Gebe ich zu, ist so. Und deswegen machen diese Filme bei mir auch immer extrem sehr viel, gehen die bei mir wirklich sehr ins Mark rein.
Das war bei mir schon bei Conjuring 3, Conjuring allgemein schon so gewesen, vor allem Teil 1 und Teil 2 waren extrem schlimm für mich. Also hatte ich auch dermaßen viele Gänsehautmomente gehabt. Auch immer noch, wenn ich diese Filme auch mehrfach schon angeguckt habe, trotz all dem bekomme ich immer noch Gänsehaut, weil es einfach so extrem spannend ist. Ja, es gibt auch Jumpscares bei Conjuring, aber das stört mich eher weniger. Ja, kommen wir zurück zu Terrified und auch hier muss ich sagen, mich hat es wirklich zwei, dreimal richtig erschreckt. Leck mich am Arsch, das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Und auch bei diesem Film geht es eigentlich mir genauso wie bei Conjuring. Er ist ein recht kurzweiliger Film, kann man sagen. Die Story ist am Anfang ein bisschen verwirrend, weil es dann doch ein bisschen Zeitsprünge gibt. Und der Schluss hat hier ein bisschen Angst. Na, hoffentlich versauen sie es mit dem Schluss nicht. Ja, so kann man es nicht ganz sagen, er ist nicht versaut worden, aber er ist eigentlich ein offenes Ende und das ist eigentlich das Problem, weil ich würde jetzt schon gern wissen, wie es jetzt noch ausgeht. Um was geht es eigentlich bei Terrified? Ja, eine Reihe blutiger und übernatürlicher Vorfälle versetzt ein ruhiges Viertel in Buenos Aires ja, in Panik und Angst und Schrecken. Und drei Forscher, die eben das Paranormale erforschen, kommen der ganzen Zeit auf die Schliche und versuchen eben herauszufinden, was denn da jetzt los ist. Und im Großen und Ganzen verfolgen wir eben diesen drei Personen mit dem Inspektor und ertragen da wirklich einige schreckliche, schockierende Momente. Das Ende ist leider offen, war auch ein bisschen enttäuscht davor, auch dann die Erklärung dazu, also das muss auf jeden Fall zweiten Teil noch kommen, weil das ist eigentlich alles noch, du hast zu viele Fragen und offen sind bei diesem Film. Aber was soll ich sagen, dieser Film ist wirklich in diesen 87 Minuten von vorne bis hin sauspannend. Du hast eigentlich keine ruhige Minute, dieser komplette Film ist wirklich sehr, sehr düster gehalten. Auch, er ist auch ein ruhiger Film, aber auch vor allem diese ruhigen Momente haben auf jeden Fall es extrem in sich. Du hast immer so eine angespannte Situation bei diesem ganzen kompletten Film über und auch einige wirkliche, ja, ja, Schockmomente von diesem Film gibt es auch, auf die man sich manchmal auch darauf vorbereiten kann, mache ich auch immer. Ich gucke immer so auf die Hintergründe, nicht die Hauptfigur im Spiel, sondern eher auf die Hintergrundkulisse, also sei es jetzt Spiegel, Türen, da achte ich mal ganz gerne drauf bei solchen Filmen und mal gucken, ob ich da was entdecke. Und meistens ist es auch so oder auch meistens auch nicht. Es ist ein bisschen schwierig, das dann rauszufinden und dann erwischt mich, wo ich jedes Mal erschrecke. Jetzt so bei Slasher-Filmen, da braucht man ja erschrecken, das ist einfach Bullshit, weil man genau weiß, okay, der kommt jetzt aus der Tür, der kommt aus dem Fenster. Aber bei diesen Filmen ist es einfach noch etwas anderes. Und ich muss sagen, das sind Horrorfilme, die mich immer noch, mich immer noch an meine Grenzen führen, weil ich glaub daran und das ist auch so mein Problem. Da ist zum Beispiel auch ja, Der Fluch, The Grudge, auch so eine Filmreihe, die ich auch immer wieder angucken, nicht so oft angucken kann, einfach aus dem Grund, weil ich auch von diesen Filmen wirklich Angst habe. Auch Conjuring 1, 2 vor allem, die gehen mir auch wirklich extrem nah, wie ich schon gesagt habe. Und auch bei diesem Film ist es auch so, diese 87 Minuten sind wirklich pure Spannung. Wir haben hier wirklich extrem coole Effekte und vor allem auch handgemachte, blutige Effekte auch mit dabei, ist nichts Übertriebenes, aber sie schauen wirklich verdammt gut aus und für einen argentinischen Film muss man wirklich sagen, muss man auch hier sagen, wow, 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 auch die Story, zumindest die Kameraführung, die Story haben wir schon erklärt, aber die Kameraführung muss man auch hier sagen, du bist immer auch recht nah am Geschehen dran, du hast auch recht viele Nahaufnahmen, auch von Hauptcharakteren auch hier und dann hast du noch ein bisschen mehr Schockmomente, wenn eben gerade jetzt in dem Moment was passiert. Ja, von den Effekten her muss ich echt sagen, wow, wirklich sehr cool gemacht, auch vor allem auch jetzt hier die speziellen Effekte, wie zum Beispiel eben der Junge, ich will jetzt mehr darauf eingehen, als auch eben ja, die Kreaturen, die dann auftauchen, die sind auch schon wirklich sehr düster und vor allem auch dann die Dialoge, die dann geführt werden, er hat sich bewegt, hat er sich wirklich bewegt. Das ist einfach so ein unangenehmes Gefühl an einem an selbst am Rücken, wenn man so anguckt. Und auf jeden Fall hat mir wirklich sehr gut gefallen und werde mir auch das Mediabook auch kaufen, das weiß ich jetzt schon, denn dieser Film ist auf jeden Fall auch mal was für manche andere Kollegen von mir, die lieben auch Horrorfilme und denken auch, dieser Film wird auf jeden Fall auch bei mir in die Sammlung landen. Und ja, der Film bekommt jetzt von mir 7,5 von 10 Punkten. Das ist jetzt kein High-End-Horrorfilm, kein High-End-Film, aber er unterhält auf jeden Fall extrem gut und vor allem auch, man gruselt sich auch extrem gut. Also man kann hier wirklich sagen, der furchteinflößendste Film
ist es jetzt nicht unbedingt. Also, der furchteinflößendste Film aller Zeiten, also so ein Käse, wie man hört, gibt es für mich nicht. Also, jeder Film ist auf solche Filme einfach an sich, je nach Empfängnis immer für eben furchteinflößend, nicht einflößend. Auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall beängstigend, das auf jeden Fall. Also, für schwache Nerven, denke ich mal, da gehen einem doch ab und zu mal die Nerven auf Grundeis. Aber natürlich diejenigen, die natürlich schon ein bisschen Horrorerfahrung haben, werden bei diesem Film nicht mehr keine großen Probleme haben und sich gut unterhalten fühlen. Auch ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Und ja, wie gesagt, 10,5 von 10 Punkte bekommen jetzt von mir Terrified. Auch natürlich die musikalische Normalung tut auch noch hier ihr besser zu. Vor allem auch, es sind ruhige Momente, wo fast keine Musik ist und einfach nur das Bild spricht. Auch das wirklich sehr geil gemacht. Und da geht es einem wirklich den Arsch auf Grundeis. Ja, das ist so mein letztes Wort zu Terrified. Und jetzt seid ihr gefragt, habt ihr diesen Film schon mal gesehen? Wenn ja, oder holt ihr euch das Mediabook oder holt ihr auch den Streaming am 1.10. Und ja, einen Kauflink zu dem Mediabook findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich kann nur mal ganz herzlich bei Panther Storm bedanken für die Streaming-Link. Und freue mich auf jeden Fall schon auf das Mediabook, das auch noch zu kaufen. Und bin schon gespannt, was dann so manch andere von meinen lieben Freunden davon erzählen wird. Ja, das war's von mir mit dem Film Terrified und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleibt bis dann schön gesund. Tschüss mit Ö und tschüss.